Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, wo ich einfach mal so ein bisschen mit euch über Weihnachten, die Weihnachtszeit und Familie, Traditionen und Geschenke sprechen möchte. Also erst einmal wünsche ich euch frohe Weihnachten, einen wunderschönen heiligen Abend. Heute haben wir den 24.12.2015, auch wenn man es nicht glauben mag. Man sieht sogar hier bei mir im Hintergrund, die Sonne scheint ins Zimmer, es ist ultramäßig warm. Es ist irgendwie für mich nicht so richtig Weihnachten. Ich meine gut, Weihnachten ist nicht nur Schnee, Weihnachten ist auch das Beisammensein mit der Familie. Natürlich sind auch Geschenke ein Teil von Weihnachten und einfach die familiäre Zeit zu genießen. Aber ich frage mich dann oft, warum habe ich dann dieses Jahr keine Weihnachtsstimmung? Liegt es daran, dass ich keinen Adventskalender habe? Liegt es daran, dass ich keine Adventskalender-Videos auf meinem Kanal mache? Liegt es daran, dass kein Schnee liegt? Und ich glaube, das sind alles Punkte, die da so dran ein bisschen schuld sind. Ich würde aber mal hauptsächlich das Wetter dafür verantwortlich nehmen, weil wenn es draußen schneit und man ist öfters draußen, als Kinder sind wir zum Beispiel immer Schlitten gefahren oder so, und das ist einfach jetzt gar nicht mehr so, dann ist es einfach für mich klar, okay, es ist irgendwie schon so im Kopf drin. Sagen wir mal, du lebst jetzt in Mexiko, wo es niemals schneit, du feierst dort Weihnachten, dann bist du, denke ich, auch bei so einem Wetter in Weihnachtsstimmung, klar. Aber wenn du das so gewohnt bist, dass es normalerweise zur Weihnachtszeit schneit, kalt ist und keine Ahnung, dann ist es einfach was komplett anderes, wenn man dann plötzlich Sonnenschein hat. Teilweise fangen hier an, die Bäume zu blühen. Es ist so warm draußen, dass ich nicht mal eine Jacke anziehen muss. Also es ist echt krass. Also 2005 oder generell, wann war das letzte weiße Weihnachtsjahr? Ich weiß es gar nicht, weil dass man genau Schnee zu Weihnachten hatte, ist schon, glaube ich, jetzt ein bisschen länger her. Aber das ist einfach im Dezember generell. Bei uns hat es hier kein einziges Mal geschneien und ich wohne in Österreich, wo eigentlich sehr viel Schnee liegen sollte. Aber ich finde es echt krass, dass es einfach so gar keinen Schnee gab. Und deswegen war das für mich auch jetzt nicht unbedingt die größte Weihnachtsstimmung. Also bei uns lief das jetzt so ab, wir haben am 20. unseren Weihnachtsbaum, glaube ich, aufgestellt und haben diesmal am 23. schon die Geschenke verteilt. Wir wollten dieses Jahr einfach die Bescherung, quasi die Geschenke, am 23. machen und dafür den 24., also heute, als Familientag nutzen. Heute steht die Familie im Vordergrund, heute wollen wir zusammen die Zeit erleben. Ich mache natürlich für euch heute noch ein Video, ist klar, am 24. muss ein Video für euch kommen. Und ja, und morgen genauso, die Weihnachtsfeiertage geht das so dahin, bis dann eben der 26. zu Ende ist und langsam die Neujahrszeit einprasselt, Leute. Und ich kann euch einfach nur sagen, Neujahr wird geil. Ich werde mir einige Raketen kaufen, ich werde mir geile Batterien kaufen und das werde ich dann alles für euch filmen. Ihr denkt euch wahrscheinlich so, boah, geile Qualität und so. Das liegt daran, da ich jetzt eine neue Kamera habe, und zwar ist das die Canon G7X, auch ein sehr, sehr cooles Weihnachtsgeschenk für mich. Und danke dafür. Ich bin wirklich erstaunt über diese geile Qualität einfach. Ich mache damit so unglaublich gerne Bilder. Wenn es euch interessiert, was ich bekommen habe, also ich habe ein Parfum bekommen, ich habe die Kamera hier bekommen und eine PlayStation 4. Obwohl ich schon mal eine PlayStation 4 hatte, aber die habe ich dann wieder verkauft. Aber irgendwie hat es mich jetzt wieder, irgendwie hat mich jetzt dieser PlayStation 4-Fang wieder bekommen. Und jetzt werde ich die auf jeden Fall auch behalten. Ich bin nicht so der Suchti-Typ, bin eher der ganz gechillt halt da mal am Abend mit Freunden zockt oder so. Aber bin jetzt nicht so der Ultra-Suchti. Ihr könnt mir mal reinschreiben, was ihr zu Weihnachten heute bekommt. Oder habt ihr es schon bekommen? Bekommt ihr nur Geld? Bekommt ihr materielle Dinge? In den letzten Jahren war es immer so, dass ich Geld bekommen habe, um mir meine eigenen Sachen zu kaufen, die sie mir halt gefallen. Aber dieses Mal haben wir halt einfach mal wieder Geschenke unterm Baum gehabt und nicht nur einen Brief, hier, bitteschön, dein ganzes Geld, ne? Ist auch mal wieder echt schön, Geschenke auszupacken.
Ich weiß noch damals als Kind, vielleicht finde ich die Aufnahmen noch, da haben wir wirklich so viele Geschenke unter dem Baum gehabt. Und dann haben wir die alle aufgerissen und uns einfach mega drüber gefreut. Und da war Weihnachten halt noch wirklich irgendwie Weihnachten. Natürlich, Zeiten ändern sich und durch die globale Klimaerwärmung ist es auch logisch, dass es nicht mehr so kalt wird bei uns. Aber ja, ich denke, das braucht noch ein bisschen Umgewöhnungszeit, dass man sich daran gewöhnt, dass es zu Weihnachten so warm draußen ist wie im Frühling. Aber ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Däumelein nach oben da. Wenn ihr jetzt Bock habt auf mehr Vlogs, Real-Life-Videos mit der geilen neuen Kamera, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und lasst mir auch eine positive Bewertung da. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao.